Die German Vinyl Challenge 2024 ist gestartet und hier seht ihr meinen Beitrag. Weiteres dazu nach dem Intro. Moshpit Passion, you know, for the passion of the music. Herzlich willkommen bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin der Kayo. Vielen lieben Dank, dass du hier eingeschaltet hast. Und falls du uns noch nicht abonniert haben solltest, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn du einmal kurz dieses Video pausierst, unten auf den Abo-Button klickst, die Glocke aktivierst und im Gegenzug garantieren wir dir mindestens ein brandneues Video in der Woche hier bei uns auf unserem kleinen, aber bescheidenen Kanal. Und was soll ich sagen? Die German Vinyl Challenge 2024 ist gestartet und natürlich direkt vorweg, Timo, vielen lieben Dank dafür, dass du den Hut auf hast, das Ganze hier organisierst und vermittelst. Ja, meinen Dank dazu, das irgendwie zu beschreiben und in Worte zu fassen, was du da alles an Energie und Zeit rein investierst. Also ich glaube, da spreche ich tatsächlich für einige. Einfach nur ein fettes, fettes Danke. Genauso wie an alle, die dran teilgenommen haben, die Fragen eingeschickt haben oder auch die ganze Zeit sehr, sehr aktiv im Chat bei dem Livestream, wo ich auch dabei sein durfte. Auch nochmal hier vielen lieben Dank dafür. Ja, da waren einige sehr, sehr aktiv und haben sehr, sehr stark interagiert. Und ich möchte jetzt hier quasi meine Einsendung starten. Tatsächlich mit auch der ersten Frage von Planet auf Platte, Luca und Kim. Was ist der Holy Grail deiner Schallplattensammlung? In Klammern Rarität oder persönlicher Grail? Das variiert tatsächlich von Zeit zu Zeit, aber wenn ich mich aktuell heute hier festlegen müsste, dann wäre es eine Testpressung von der Band Korn zu deren noch aktuellen Album Requiem, kam vor 2 Jahren raus. Und diese Testpressung hier ist auf 75 Stück limitiert. Natürlich kann man das jetzt kritisieren, 75 Stück, eine Testpressung macht überhaupt keinen Sinn. Das unterschreibe ich auch so. Aber hier, man kann es schon sehen, das Besondere ist, die Autogramme von einer meiner Lieblingsbands, die gibt es auch nur hier bei dieser Testpressung von dem aktuellen Line-Up. Und das war so etwas, wo ich sage so, oh, ich brauche das unbedingt, daher hier auch eine sehr, sehr hohe emotionale Verbindung, weil ich weiß, ich komme so einfach nicht bei so einer großen Band irgendwie dran an irgendwelchen Autogrammen. Und dann noch hier das Album, welches ich persönlich auch sehr, sehr stark feiere. Das Ganze macht es tatsächlich aktuell zu meinem Holy Grail. Als nächstes hätten wir da die Vinylhöhle. Besitzt du eine Schallplatte, dessen A-Seite sich qualitativ sehr von der B-Seite unterscheidet? Ja, tatsächlich hier von der Band Burning Airlines. Das ist hier ein ganzes Boxset sozusagen, aber die erste Platte, welche auch regulär es als Standalone-Release gibt, Mission Control. Da ist es so, die erste A-Seite ist für mich qualitativ vom Songwriting her sehr, sehr stark. Und die B-Seite, ich will nicht sagen, dass es einen Knick gibt, aber das Potenzial, das Hit-Potenzial lässt ja so ein bisschen nach, was ich so ein bisschen schade finde. Natürlich passt das in das ganze Konzept, es ist rockig, man kann das definitiv hören. Das soll jetzt hier auch kein Bashing sein oder so, dass man das nicht hören kann, es ist ein schlechtes Songwriting oder so. Aber für mich persönlich hier bei Burning Airlines, deren Debüt Mission Control, die A-Seite ist deutlich stärker wie die B-Seite. French Vinyl Addict hat gefragt, welche aktuelle Platte einer deutschen Band oder Interpretin würdest du einem einer fremdländischen Freundin empfehlen? Gar nicht mal so einfach die Frage und im Live-Chat dazu habe ich mit Frank so ein bisschen hin und her geblödelt. Und zwar haben wir über den Künstler Stophock philosophiert, deutschsprachiger Singer-Songwriter. Der hat jetzt vor ein paar Wochen seine neueste Platte veröffentlicht. Ich denke mir mal, ich weiß es nicht, dass der Frank ihn nehmen wird. Kann er natürlich machen, überhaupt kein Thema. Jedoch nehme ich vom Stophock nicht seine aktuellste Platte, sondern eine aus den 90ern. Und zwar mit Sicherheit, das ist für mich ein Album, wo ich jetzt sage, ja, ich konnte jetzt das neue Album auch hier vorstellen, aber wie gesagt, ich glaube, der Frank macht das eher, aber ich bleibe bei dem Künstler, weil ja, er ein aktuelles neues Release hat und würde auch seine Platte mit Sicherheit hier verlinken. Da sind echt einige Hits drauf, wie Endstation, Feine Idee als ein Beispiel.
Oder auch natürlich, wie es kommt, auf welche Weise. Man weiß es nicht, auf jeden Fall leise. Auch sehr schön, genau, Willi und Gerd und. Ja, kein neues Album, aber ein Künstler, der noch sehr, sehr aktiv ist aus dem deutschsprachigen Raum. Und ja, hier mein Pick, Stoppock. Als nächstes gehen die Grüße nach Hamburg an Guido, mein Bester. Du hast eine Frage rausgehauen, da musste ich echt mit den Ohren schlackern. Und zwar, Guido hat gefragt, hast du eine Platte, auf der entweder 3 Gitarristen, 2 Schlagzeuger oder 4 Vokalisten am Start sind? Ei, ich musste echt überlegen. Und ich bin fündig geworden und garantiert, Guido, wirst du sagen, bei dieser Band, Kai, ich habe reingehört und ich muss sagen, ich kann damit nichts anfangen. Und zwar die Rede ist von Kai Lesser. Hier habe ich deren Album Static Tensions, für mich persönlich das geilste Album von der Band. Und die haben tatsächlich 2 Schlagzeuger. Die treten damit auch live auf. Ich habe sie 2009, 2010 gesehen mit dem Nachfolgealbum. Ich weiß es nicht mehr genau, aber hier Kai Lesser, die sind dafür bekannt, 2 Drums tatsächlich auch live dabei zu haben, oh, ja, auf dem Album sowieso hier, Static Tensions, das Kultalbum gibt es leider nicht mehr, ich kann euch die euch nur wärmstens empfehlen, gibt es auch für einen schmalen Taler, hört da mal definitiv rein, das ist so Noise Sludge plus minus und hier ganz klar mein Pick mit 2 Schlagzeugern, Kai Lesser. Als nächstes haben wir HiFi Anonym, welcher fragt, hast du eine Live-Platte, die auf einem Konzert aufgenommen wurde, bei dem du dabei warst? Verrate uns, woran du dich besonders gut erinnerst. Ja, habe ich, und zwar hier Triptychon Performing Early Celtic Frost live at Rock Hard Festival 2023. Das Label sagt, das ist ein offizielles Release, wir haben dafür eine Lizenz bezahlt. Tom Warrior sagt, ja, nee, das ist ein Bootleg. Ich wurde da nicht mit ins Boot geholt. Und das ist immer natürlich auch so eine Grauzone und Sache. Viele Künstler sagen, ja, wir wussten davon irgendwie nichts. Und daher ist es ein Bootleg. Die Labels sagen, ja, wir müssen ja nicht unbedingt den Künstler fragen, weil diese ganzen Lizenzen, die haben die Labels und nicht der Künstler selber. Da müssen wir auch nicht den Künstler direkt um Erlaubnis fragen. Also eine sehr, sehr, ja, umstrittene Sache. Nichtsdestotrotz hier eine Platte, wo ich live dabei war. Ich war für Mosh Pit Passion vor Ort, habe einen Konzertbericht geschrieben und auch Fotos gemacht. Also dabei zu sein, gerade hier bei so einer Band, welche ich auch persönlich feiere und auch Celtic Frost auch nochmal, ja, erleben darf, dass die Songs performt werden von einem originalen Mitglied, welcher dann gleichzeitig auch der Sänger der Band war und immer noch natürlich ist hier Tom Warrior. War ein sehr, sehr schöner Abend. Geile Setlist auch und das Coole war, dass ich nach dem Konzert Tom Warrior kurz treffen durfte, welcher mir ein paar Platten signiert hat. Großartiger Typ, es war ein toller Abend, unbeschreiblich, auch so eine einflussreiche Kultband bzw. Person Tom Warrior mal live zu erleben, das kriegt man nicht alle Tage, gerade auch hier mit dem Celtic Frost Set, man kriegt noch natürlich Hellhammer oder auch Triptychon, aber halt dieses Celtic Frost Set, das war schon echt was Besonderes und sehr, sehr schön, finde ich es, das Ganze wurde dann noch mal festgehalten auf Vinyl. Vorhang auffragt, kannst du aus Schrott Gold machen? Präsentiere uns eine Platte, die dir nicht gefällt, so als wäre sie super toll. Aufgepasst da draußen, sie sind zurück und zwar Metallica mit ihrer neuesten Platte 72 Seasons, das ultimative Metal-Meisterwerk. Vergesst Kill 'Em All, Master of Puppets, vergesst dieses bloß oder auch das schwarze Album, welches Dimensionen gesprengt hat. Nein, hier, das ist der definitive Metal-Shit überhaupt. Selbst St. Anger dagegen, er blasst gegen dieses Meisterwerk. Ihr müsst es unbedingt besitzen. Auch der Preis, echt ein super Schnapper, fast 50 Euro. Doppelvinyl, farbiges Vinyl hier von der größten Metalband überhaupt. Ich kann es euch sagen, also die 80er Jahre von Metallica und gerade die ersten 5 Alben, die sind dagegen wirklicher Schrott. Das braucht wirklich niemand. Hier, das Album, das müsst ihr euch reinziehen. Es geht fast 80 Minuten, also auch sehr, sehr kurzweilig. Es ist progressiv,
langsam, mit Tempo, genau das, was Metallica ausmacht. Ja, also fast 80 Minuten lang. Ich wüsste persönlich nichts Besseres anzufangen mit meiner Zeit, als hier das neueste Werk von Metallica reinzuziehen. Wie gesagt, Master of Puppets, das stinkt dagegen total ab. Selbst Kill 'Em All, Ride the Lightning, vergesst es. Ich wünschte auch, selbst live würden Metallica ausschließlich nur Hits von diesem geilen Meisterwerk präsentieren. Der gute alte Malthead fragt, welches Album hast du in verschiedenen Formaten und warum? Ja, habe ich tatsächlich, und ein Album möchte ich dir sehr, sehr gerne vorstellen, und zwar das noch aktuelle Album von Rob Zombie. Der hat unter anderem ein schickes Boxset rausgebracht. Hier, das ist der Deckel, und in diesem Boxset drin ist einmal die Vinyl, dann natürlich die CD, also schon mal zwei Medien. Und dann haben wir hier noch, oh, ich krieg das gar nicht raus, das Tape, also das Ganze als Kassette. Und ja, das reicht ja natürlich noch nicht, als hätte man die drei Medien, habe ich hier noch das Ganze als 8-Track. Warum habe ich mir das als 8-Track hier geholt? Ja, wegen dem Autogramm von Rob Zombie, weil ich mir gedacht habe, wann hat man die Gelegenheit, irgendetwas signiert von Rob Zombie zu kaufen, abzustauben. Und ich fand das Medium auch relativ kultig. Gab es hier einen Bundle mit Buttons und solche Patches hier. Deswegen habe ich mir das Ganze geholt. Ich finde das generell super, wenn Künstler ein interessantes Boxset raushauen. Hier sind auch nochmal irgendwelche Pins dabei. Und das Ganze leuchtet im Dunkeln, dieses Boxset. Und deswegen habe ich mir gesagt, so komm, das sieht hammergeil aus, super gestaltet. Etwas Besonderes, sowas habe ich nicht in der Sammlung. Und deswegen habe ich mich für diese Box entschieden. Genauso auch für dieses 8-Track-Tape. Vinyl und mehr wollte wissen, welche Schallplatte hörst du am häufigsten mit deiner Partnerin, deinem Partner oder deinen Freunden? Mit meiner Frau ist es ganz klar die Band We Are Scientists. Bei der Platte waren wir uns nicht so ganz sicher, aber wir denken, es ist Helter Seltzer. Ich glaube, das ist eine Anlehnung an Manson, also der Serienkiller-Mörder. Ja, das ist eines unserer Lieblingsalben, welche wir sehr, sehr häufig gehört haben. Wie Buckle, also der Song ist da drauf, welcher auch als Videosingle released wurde. Too Late, We Need a Word, Waiting for You und generell eine super Band, We Are Scientists. Wir haben, ich glaube, echt jedes Album als Vinylversion davon und hören die Band relativ häufig rauf und runter. Aber hier gerade das Album ist, glaube ich, jenes, welches wir so bis dato am häufigsten zusammen gehört haben. Eine schwierige Frage, worauf ich keine Antwort geben kann, lautet: Hast du ein reguläres Album einer Band, das in verschiedenen Ländern in unterschiedlichen Cover-Varianten erschienen ist? Kurz und knapp, leider nein. Secrets on Vinyl wollte wissen, welche eine Platte, die du als Jugendlicher gekauft hast, würdest du niemals weggeben? Und hätte ich die hier von den H-Blocks No Excuses damals 2004, 2005 vom Taschengeld geholt in einem großen Elektromarkt, weil diese eine Spart eure Mehrwertsteueraktion hatten, und gerade mit kleinem Geld habe ich hier ein sehr, sehr schönes Stück abgestaubt. Das Ganze ist auf 1000 ja, LPs limitiert, und H-Blocks, gerade dieses Album, habe ich mega hart abgefeiert mit der Lead-Single Leave Me Alone. Großartiges Stück, da sind aber noch mehr Songs drauf wie Push Me, Celebrate Youth und. Ich verbinde sehr, sehr viel mit dieser Scheibe, auch mit der damaligen Zeit. Und das Ganze macht das ja relativ emotional auch. Daher könnte ich mich nie von dieser Platte trennen. Wieder eine Frage von Guido, allerdings von Guido, der Vinyl-Junkie. Der wollte nämlich wissen, welche Platte hast du auf einem Konzert gekauft oder vor Ort von einem Bandmitglied signieren lassen? Das ist eine relativ schwierige Frage tatsächlich, weil es nun mal so ist, bei den Konzerten, wo ich war, hole ich mir in der Regel keine LP und lasse sie dann signieren. Entweder ich komme zu einem Konzert mit einer Platte oder ich kaufe mir eine signierte LP vor Ort. Es ist nun mal so, die Platten, ja, die ich mir dann hole, die sollten schon etwas Besonderes sein, und in der Regel sind es dann
schwarze LPs, welche Künstler mithaben oder eine, die relativ hoch limitiert ist. Und dann denke ich mir, ja, warum soll ich mir die jetzt holen? Weil zu Hause habe ich ja eine, die ist ja strikt limitiert und die bringe ich dann ganz einfach mit. Und daher habe ich tatsächlich für beide, sage ich mal, meine Eventualitäten zwei Beispiele. Und zum einen haben wir hier Machine Head Burn My Eyes live in the studio 2019. Und zwar haben die Herren hier das Kultalbum Burn My Eyes im Album mit dem damaligen Line-Up eingespielt und haben das Ganze als LP-Version rausgebracht. Man kann es hier schon sehen. Die Unterschriften von dem Line-Up sind hier drauf. Gab es damals für 45 Euro in Bochum am Merch-Stand zu kaufen, limitiert auf 500 Stück. Also, was will man mehr? Ne? Also, für den Preis damals auch vollkommen okay. Wann hat man die Gelegenheit, irgendwie Rob Flynn da ein Autogramm irgendwie zu bekommen? Oder auch Logan Madder, der damals der Gitarrist war, oder auch vom originalen Schlagzeuger. Das ist fast das komplette originale Line-Up. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, signiert am Merch gekauft. Und dann gibt es etwas, was ich auch häufiger mache, wenn ich ein Interview habe vor einem Konzert oder irgendwie auf Autogramme lauer. Und da habe ich jetzt mal so ein Paradebeispiel genommen von einer Band. Da weiß ich, das ist eine Stadionband. Da kommt man nicht so einfach dran. Und zwar die Rede ist von Rammstein. Ja, hier das vorletzte Album. Da fehlt mir tatsächlich ein Mitglied, aber nichtsdestotrotz habe ich hier dann fast alle drauf. Und zwar der Bassist fehlt mir hier, der liebe Oliver Riedel. Müsst ihr euch so vorstellen, die Band hat damals in Gelsenkirchen gespielt, 2019 in einem Stadion. Und ich dachte mir, ja, ich nehme einfach die Platte mit, stelle mich draußen vor dem Stadion in der Annahme, die Band kommt raus und gibt Autogramme. Ja, und was hat die Band gemacht? Ja, die ist dann rausgekommen, weil nämlich der Produktionsplatz, der war direkt nebenan. Man ist dann immer vom Produktionsplatz zum Stadion hin und her gependelt. Und die Band hat dann fleißig Autogramme gegeben. Und das ist hier so ein Pick, ja, die, würde ich sagen, kriegt man nicht alle Tage irgendwie vor der Linse. Oder dass die hier so Autogramme geben. Daher diese beiden Alternativen für die Frage. Der gute Raul wollte wissen vom Podcast, was mit Rock und Vinyl, welches Album legst du auf, wenn du schlimmen Liebeskummer gehabt hast? Ah, leider hatte ich das nie, lieber Raul, da muss ich sagen. Tut mir leid, ich kann diese Frage nicht beantworten. Nadelneu möchte wissen, welches Albumcover aus deiner Sammlung ist einfach Kunst. Jedes Plattencover aus meiner Sammlung ist irgendetwas Künstlerisches, hat irgendwas mit Kunst zu tun. Aber natürlich muss man sich hier auf ein Artwork festlegen. Und bei mir ist es tatsächlich ein, wie soll ich das sagen, komplettes Artwork. Die Rede ist von Tool, von deren aktuellen Album. Ja, und das ganze Ding ist quasi ein riesiges Artwork. Ja, das geht hier mit dem Schuber los und dann ja dieses dicke Buch, wo dann auch noch mal extra Grafiken drin sind. Also es ist sehr, sehr vielschichtig, verschiedene Ebenen hat man hier und jeder, der die Band kennt oder auch dieses Boxset, der wird mir hier zustimmen. Das Ganze ist einfach nur Kunst im weiteren Sinne, auch sehr, sehr schön aufgemacht. Und Leute, die da auch einen gewissen Hang zu haben, denen kann ich auch nur diese Box empfehlen. Wenn nicht, auch kein Thema. Das Ganze gibt es, glaube ich, auch auf Doppelvinyl, die Platte, wenn es dann einfach nur um die Musik geht. Aber hier, wer so ein bisschen das Visuelle haben möchte für seine Sammlung, auch dass man irgendwie Leuten in die Hand gibt, was kann überhaupt alles, sag ich mal, Kunst bewirken oder wie kann man das irgendwie zeigen oder auswirken als Cover hier, ne? Das neue Tool, aber besser gesagt neu nicht, aber das aktuelle Album von Tool in dieser schönen Deluxe-Box als Cover, ja, kann ich nur jedem hier empfehlen. Der gute Vinyl Addict hat auch eine sehr interessante Frage gestellt. Welche deiner Schallplatten war am schwierigsten zu erlegen? Die Jagd nach welchem Schatz gestaltete sich am schwierigsten? Ganz klarer Fall von Marilyn Manson, die Platten zu bekommen. Das ist schon ein ganzes Ding für sich. Da habe ich echt lange nachgesucht und musste auch richtig dafür bluten. Und zwar war das hier ein Trade. Ich habe 6, 7 Platten eingetauscht, um diese zu bekommen. Unterm Strich war es relativ fair, weil man sagen musste, man hat den Discogs Mittelwert genommen und hat dann das quasi gegen 6, 7 andere reguläre Platten aufgewertet. Auch der Gedankengang war auch sehr, sehr interessant. Das war nämlich ein Plattenladenbesitzer, der sagte, okay, ich kann mir jetzt hier diese Platte in den Laden stellen für
sag mal eine Summe X, da kommt keiner vorbei und gibt mir das Geld. Wenn ich dann 7, 6 Platten habe, die in dem Wert von dieser Platte sind, die gehen dann höchstwahrscheinlich ja weg. Ja, war ein fairer Tausch am Ende des Tages. Hat mich ein bisschen was gekostet, aber dadurch, dass ich sehr, sehr lange gesucht habe, die Manson-Platte, ist das definitiv hier so ein Schätzchen, wo ich sage, tja, das passt zur Frage. Tonstube Kunst hat auch eine sehr schöne Frage gestellt. Welche Schallplatte in deiner Sammlung hat das früheste Release-Datum und wie ist die Geschichte dazu? Das ist bei mir die Rolling Stones und zwar ist das die legendäre Platte Exile on Main Street, eine deutsche Pressung aus dem Jahre 1972. Die Geschichte dahinter ist relativ simpel. Ich habe im Kino den Film Sonnenallee gesehen und vieles dreht sich um diese Scheibe und damals war ich schon großer Fan von den Stones und mein Vater hat mir dann tatsächlich diese Platte geholt auf einer Schallplattenbörse, welche wir dann des Öfteren gemeinsam gehört haben. Ist jetzt nicht so das eingängigste Album von den Stones, ist etwas Besonderes, sticht schon so ein bisschen raus, weil es schwer zugänglich ist, aber halt diese ganze Geschichte hinter dem Album, dass es so einen Kultstatus hat und dann auch in diesem Film aufgearbeitet wurde, fand ich sehr, sehr interessant und auch eines meiner Lieblingsalben von den Stones. Welche Platte hat dich in eine komplett neue Welt entführt und damit dein Leben bereichert? Ich muss dazu sagen, zu dieser Scheibe, es ist Korn mit Issues. Damals, vor ungefähr 24, 23 Jahren, habe ich das Ganze natürlich auf CD und dann nachgekauft. Aber das ist so die Scheibe jedoch, wo ich sage, die hatte den meisten Impact, mich einer Welt quasi vertraut gemacht mit richtiger Musik. Ja, einfach ein zeitloser Klassiker. Ich bin der Band, ihr habt es ja schon das eine oder andere Mal hier mitbekommen, jahrelang treu geblieben, beziehungsweise ich war nie untreu, wenn man es so sagen kann. Issues ist echt ein Meilenstein, auch das stärkste Album von der Band. 24 Jahre, nee, gar nicht 25 Jahre, ist von 99, wird das jetzt hier alt. Die feiern natürlich 30 Jahre ihr Debüt. Schade, dass man nicht 25 Jahre Issues in irgendeiner Art und Weise abkultet. Sei es drum, hier Korn Issues mit ganz vielen Hits drauf, wie Somebody, Someone, Back for Me, Falling Away from Me, Wake Up, Make Me Band und. Grandioses Album der New Metal Pioniere. Jetzt haben wir meine Frage und zwar, welche Platte ist dein Lieblings-Bootleg oder Counterfy? Bei mir ist es ein Counterfy von den Deftones, Saturday Night's the Worst. Warum gerade das? Natürlich ist es ein mega geiles Album für mich persönlich, aber es ist so, dass ich die First Press habe, welche auch jetzt relativ alt ist und häufig gehört wurde und ich möchte die halt nicht tot hören, weil nämlich die First Press wieder zu bekommen, das gestaltet sich ja als relativ schwierig und daher habe ich halt dieses nette Counterfy, was ich dann häufiger oder beziehungsweise seitdem ich das habe, auflege, wo ich mir sage, ja, ich habe das Medium Vinyl, das macht mir Spaß. Und klanglich ist da jetzt auch nicht so der Riesenunterschied. Und ich meine, die kann dann kaputt gehört werden. Das ist mir dann relativ egal, solange es dann nicht meine First Press ist. Und ich benutze das dann sozusagen als Backup dafür. Und ich weiß, der ein oder andere da draußen wird sagen dir so, ja, du bist kein richtiger Fan, wenn du dir einen Counterfy holst, du schädigst dir der Band. Wo ich mir denke, ja, es gibt immer viele Gründe dafür, dieses Totschlagargument einzustreuen. Aber ja, meistens kriegt man die First Press nicht für einen bezahlbaren Preis. Aber das muss auch jeder für sich selber wissen. Ich persönlich habe keine Lust, 200, 300 Euro dafür zu bezahlen und nehme dann lieber auch einen Counterfy mit. Und gerade hier bei dem Beispiel, dass ich immer noch das als Backup habe, sei es drum, das muss jeder für sich selber wissen. All Killer, No Filler, auf welchem Album gibt es nur gute Songs, fragt Plattenpanorama. Für mich ist es ein Rockalbum. Wer Foo Fighters mag, Queens of the Stone Age und Soundgarden, der sollte definitiv DeVille abchecken aus Schweden und deren Album Hydra, ein 10 von 10 Album. So stark, so geil, so abwechslungsreich von Desert Rock über Alternative Rock. Ihr habt schnelle Songs, ihr habt progressive Songs, ihr habt da hier und da ein Liebeslied, ohne schnulzig zu sein. Ihr habt einen Rausschmeißer-Song, ihr habt alles drauf.
wirklich alles. Das ist eine recht unbekannte kleine Band. Es ist aber wirklich, wenn ihr mich fragt, so Queens of the Stone Age, Foo Fighters, Soundgarden, was kann man da irgendwie hören? Deville, Hydra, investiert das Geld, hört euch das Ding an. Es wird euch bereichern, wirklich bereichern. Gibt es auch auf verschiedenen Farben noch. Die Band ist auch aktiv. Deville, Hydra ist wirklich ein Must-Have für jede Plattensammlung. Jeder, der irgendwas mit Rock anfangen kann, hier, jetzt sage ich schon den Podcast-Namen von Liam Raul, aber ja, das ist echt ein richtig, richtig geiles Stück. Ich liebe die Band und diese Platte echt über alles. Wie gesagt, passt auch super zur Frage. Nur Hits, keine Lückenfüller drin. Deville und Hydra. Das war's auch hier von meinem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich bin auch auf die ganzen anderen Videos gespannt. In dem Sinne, gehabt euch wohl. Schreibt mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, was ihr von der ganzen Challenge denkt. Das soll es auch heute hier gewesen sein. Bis demnächst, macht's gut und bye bye. Mosh pit passion, you know, for the passion of the music.